Hallo und herzlich willkommen zu diesem New World Video. Alle spielen die gleiche Waffe, Berufe sind zu schwer zu lernen, Grundsteuer ist die Geißel aller Spieler. Stimmt das alles? Ich habe mich in die Daten gegraben und Antworten für euch gesucht. Was dabei herauskam, seht ihr hier. Ich mag Statistiken. Darum habe ich mir viele der eingangs erwähnten Fragen schon öfters gestellt und einige habe ich schon in der Community gesehen. Ich habe also einen Weg gesucht, all diese Theorien zu bestätigen. Reddit-User Quizai hat mir dann die finale Idee gebracht. Die globalen Steam-Achievements sind öffentlich einsehbar und relativ aktuell. Dort finden wir unter anderem Zahlen über die Fortschritte im Waffenleveling und Berufeskillen. Daraus können wir einiges ableiten. Deshalb habe ich die Zahlen in eine Tabelle geworfen und genau angeschaut. Ihr mögt auch Statistiken? Dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da oder besucht mich auf meinem Twitch-Kanal. Aber nun direkt in die Ergebnisse. Hier sei direkt noch vorneweg erwähnt, dass es keine Zahlen gibt, wie viele der Steam-Accounts, welche das Spiel besitzen, dieses auch spielen. Die Achievement-Zahlen können also nicht direkt auf die Spielerzahlen angewandt werden und stellen nur einen Richtwert dar. Wie viele Spieler besitzen ein Haus? Stolze 12,5%. Aber wie viele besitzen drei Häuser? 0,4%. Falls ihr euch also über die Höhe der Grundsteuern von drei Häusern beschweren könnt, seid ihr in einem sehr exklusiven Club. Und bevor jetzt direkt der Daumen nach unten kommt, damit möchte ich nicht sagen, dass die Höhe der Grundsteuer, wie sie im Moment ist, okay ist. Zwischenrein noch schnell eine ernst gemeinte Frage. Wer von euch hat Angeln Level 200? Bitte meldet euch in den Kommentaren, sonst gehe ich davon aus, dass wir 0,1% langlebige Bots auf den Servern haben. Ich habe es selbst geangelt und habe es bis auf Level 30 geschafft. Entweder mache ich alles falsch, was man falsch machen kann, oder Angeln ist einfach ein Spiel im Spiel, für das man nochmal sehr viele Stunden verplanen muss. Und damit direkt zu den Berufen. Hier schauen wir uns an, welche Berufe bereits auf Level 200 gelevelt wurden. Das ist jetzt eventuell ein wenig früh, da das Spiel erst seit drei Wochen released ist, aber ich würde auch gerne die Entwicklung im zeitlichen Verlauf sehen. Die eigentlichen Herstellungsberufe Arcana, Möbelherstellung, Ingenieurskunst, Waffenschmieden, Juwelenschlaferei, Rüstungsherstellung und Kochen sind mit Ausnahme der Rüstungsherstellung mit 0,1% und des Kochens 0,7% alle recht schlecht vertreten in der Übersicht. Hier sei erwähnt, dass es durchaus sein kann, dass Spieler oder Spielerinnen die anderen Berufe auf 200 haben. Steam zeigt die Achievements erst nach dem Erreichen eines Schwellenwerts an. Die Veredlungsberufe sind hier schon weiter verbreitet. Am Ende des Feldes befindet sich das Steineschneiden. Die ersten Veredlungsberufe mit Zahlen sind dann die Holzverarbeitung mit 0,2%, direkt gefolgt von der Weberei mit 0,3% und der Kürschnerei mit 0,4%. Der am weitesten verbreitete Veredlungsberuf ist das Schmelzen mit 0,7%. Hier sehen wir also einen großen Bedarf an Metallen im Spiel. Die Sammelberufe sind alle voll vertreten. Hier finden wir am Ende der Grafik das Holzfällen. Das Feld aller Berufe führen die restlichen Sammelberufe Feldarbeit mit 1,8%, Erzabbau 2,45% und Jagen an. Bei Jagen sehen wir sogar, dass 19,2% der Spieler Level 200 erreicht haben. Hier stellt sich mir die Frage, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Andererseits war ich gefühlt an Tag 3 auf Level 200. Richtig spannend wurde es für mich dann aber mit der Beliebtheit der Waffen. Angeführt wird die Liste von der Axt und dem Beil mit jeweils 3,9%. Direkt danach kommt der Lebensstab mit 3%. Hier sehe ich keine Überraschung, da diese Waffen mir jeden Tag über den Weg laufen und ich selber Beil spiele, weil es einfach Spaß macht. Der Lebensstab ist auch die einzige Möglichkeit im Spiel, andere zu heilen. Verständlich also, dass wir ihn hier im oberen Feld sehen. Das Mittelfeld wird angeführt vom Schwert mit 2,2%, gefolgt vom Feuerstab mit 2,1% und dem Hammer und dem Eishandschuh mit jeweils 2%. Überraschungen gab es für mich erst im unteren Drittel der Tabelle. Speer 1,7% und Rapier 1,5% hätte ich höher eingeschätzt. Aber die tatsächliche Überraschung ist für mich der Bogen mit 1,1% und die Muskete mit gerade einmal 0,3%.
Hier sehe ich meine Erfahrung bestätigt, dass die Fernkampfwaffen schwierig zu leveln sind. Wieder mein Beispiel, ich nutze den Bogen als Zweitwaffe, bin aber erst auf Level 11, obwohl ich das Beil schon lange auf Level 20 habe. Ich freue mich jedenfalls darauf, diese Zahlen in ein paar Wochen oder Monaten erneut anzuschauen und zu vergleichen. Wie decken sich die Zahlen mit euren Erfahrungen? Hättet ihr andere Zahlen erwartet? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Viel Spaß beim Leveln und Craften. Euer Zali.